Heute nehmen wir dich mit auf eine Reise der Emotionen und zeigen die bewegendsten Momente, in denen Tiere nach langer Zeit endlich wieder mit ihren Besitzern vereint werden. Ein Schimpanse trifft die Menschen wieder, die ihm das Leben gerettet haben. Der Affe wurde mit 7 gebrochenen Rippen in der Wildnis gefunden und dieses freundliche Paar nahm ihn auf, damit er sich in Sicherheit erholen konnte. Ein Akt der Freundlichkeit, den der Schimpanse nie vergessen wird. Dieser Soldat hat eine besondere Bindung zu seinem Militärhund aufgebaut, nachdem sie während des Dienstes jede Sekunde miteinander verbracht haben. 3 Jahre später, als der Hund im Ruhestand war, beschloss er, ihn zu adoptieren. Schau nur, wie sie sich zum ersten Mal seit Jahren wiedersehen. Eine Herde von Elefanten rennt los, um ihren Lieblingsmenschen zu begrüßen, von dem sie 14 Monate lang getrennt waren. Chiara, eine Löwin, ist wieder mit dem Mann vereint, der sie als Jungtier aufgezogen hat. Adolfo rettete die Löwin, als sie noch ein Baby war, und pflegte sie, bis sie in eine größere Einrichtung kam. Nach 7 Jahren sahen sich die beiden wieder, aber Chiara erinnerte sich immer noch an die Freundlichkeit, die Adolfo ihr als Jungtier entgegengebracht hatte. Eine Soldatin, die von einem Einsatz nach Hause kommt, wird von ihrem liebevollen Golden Retriever empfangen, der beweist, dass Hunde wirklich die besten Freunde des Menschen sind. Valentin rettete ein Löwenbaby vor dem Verhungern. Jahre später besuchte er sie in einem Wildreservat. Die Löwin erkannte den Mann sofort und konnte sich vor Freude nicht zurückhalten. Sieh dir nur diese unglaublichen Bilder an. Das nennt man wohl pure Dankbarkeit. Nach all den Jahren erkannte die Löwin ihren Retter wieder. Als 2 Personen vor Gericht darüber stritten, wem dieser entzückende kleine Hund wirklich gehörte, beschloss die Richterin, den Hund selbst zwischen den beiden entscheiden zu lassen. Diesem Pferd kommen die Tränen, als es endlich wieder mit seiner Besitzerin vereint ist. Diese emotionalen Bilder können nur berühren. Eine Frau, die in einem Känguru-Schutzgebiet arbeitet, wird von einem der Kängurus umarmt, nachdem sie ihm das Leben gerettet hat. Als der Löwe Jupiter von einem Zoo völlig abgemagert in ein kolumbianisches Rettungszentrum für misshandelte Tiere kam, kümmerte sich seine neue Adoptivmutter Julia Torres um das Raubtier. Zu Beginn sah es nicht gut aus, da der Löwe kaum fraß und sich nicht bewegte. Er lag nur auf dem Boden und war sehr erschöpft. Doch mit der Zeit erholte sich das Tier und gemeinsam mit Julia kam er wieder zu Kräften. Leider musste der Löwe einige Zeit später in ein anderes Rettungszentrum verlegt werden und Julia verabschiedete sich unter Tränen von dem Tier. Als sie den Löwen jedoch ein halbes Jahr später in seinem neuen Zuhause besuchte, konnte Jupiter sein Glück kaum fassen. Eine Frau namens Anita kümmerte sich lange Zeit um ein Wolfsrudel in einem Naturreservat. Und als sie es nach 2 Monaten besuchte, war das Rudel überglücklich, sie zu sehen. Flamingos sind wirklich außergewöhnliche Tiere. Aber wusstest du, dass sie auch eine sensible Seite haben? Dieser Flamingo freut sich, als er nach Wochen seine Pflegerin wieder sieht. Dieser Löwe wollte einfach nur herumtollen, als er plötzlich die Stimme seines geliebten Besitzers hört. Es kam zu einem emotionalen Wiedersehen, als ein Hund und seine Besitzerin 4 Monate lang getrennt waren, nachdem sie im Einsatz war. Der Hund konnte seine Freude nicht unterdrücken, als er sie auf der Rolltreppe des Flughafens herunterkommen sah. Denkst du, Esel können keine Haustiere sein? Dieses Video beweist das absolute Gegenteil.
Als dieser Esel seine Besitzerin nach 3 Monaten wieder sieht, kann er sein Glück kaum fassen. Als dieser junge Mann nach seiner 2-jährigen Mormonenmission nach Hause kam, nahm sein Hund keine Rücksicht auf seinen schönen Anzug und war vor Freude nicht zu bändigen. Ein normaler Mensch würde weglaufen, wenn sich ihm ein Nilpferd nähern würde. Aber das gilt nicht für diesen Mann. Als er nach einem Jahr sein Nilpferd wieder sieht, fängt dieses vor Freude an zu schluchzen. Diese Füchsin namens Dawn wurde schwer verletzt in eine Auffangstation für Wildtiere gebracht und dort gesund gepflegt. Sieh nur, wie glücklich sie ist, als sie den Mann wieder trifft, der sie damals am Straßenrand gefunden hatte. Dieser Affe vermisste seine Besitzerin so sehr, dass er zu weinen begann, nachdem er sie umarmt hatte. Emilys Freundin hielt den unglaublichen Moment auf Kamera fest. Oh no, I can't believe it either. What is it? Oh. Dieser Elefant beschloss, seinen Freund etwas näher an sich heranzuholen, nachdem er ihn wochenlang nicht gesehen hatte. Der Mann pflegte das Tier, seit es ein Baby war, und offensichtlich hatte der Elefant das nicht vergessen. Roxys Katze tauchte an ihrer Haustür auf, nachdem sie tagelang vermisst wurde. Die Frau konnte ihr Glück nicht fassen. Dieses Elefantenbaby knuddelt seinen Besitzer, als es wieder mit ihm vereint ist. Wilderer hatten seiner Mutter das Undenkbare angetan, und der Mann rettete das arme Tier. Die Bindung zwischen den beiden ist einmalig. Dieser Mann kümmerte sich um die Bärin, als sie noch ein winziges, verwaistes Baby war. Später wurden sie jedoch für ein paar Jahre getrennt. Glücklicherweise hat jemand daran gedacht, die Wiedervereinigung auf Kamera festzuhalten. Das sind wohl die niedlichsten Bilder, die man sich vorstellen kann. Nach 25 Jahren erkennen die beiden Schimpansen Doll und Swing ihre alte Freundin wieder. Ein emotionales Wiedersehen zwischen 2 ehemaligen Laborschimpansen und der Frau, die sie befreit und zu einem Leben ohne Gitterstäbe geholfen hat. Kennst du das, wenn du so aufgeregt bist, dass du nicht mehr aufhören kannst zu zittern? Dieser Pinguin ist wohl das beste Beispiel dafür. Dieser Soldat war gerade nach einem 10-monatigen Einsatz nach Hause zurückgekehrt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie es für den Hund oder den Besitzer in diesem Moment gewesen sein muss, aber die Emotionen sind durch den Bildschirm zu spüren. Wenn dich diese Videos genauso berührt haben wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein weinender Elefant fleht einen Mann um Hilfe. Was dann geschah, wirst du nicht glauben. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.